Kein Bereich wird im Fußball so von der Öffentlichkeit abgeschirmt wie die Arbeit der Scouts. Sie suchen nach Talenten, Verstärkungen, dem Transfer. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen. Im März und April ist es halt sehr stressig, weil die finale Phase da anfängt, was Spielerverpflichtungen angeht. Der Fußballmarkt ist längst ein globaler, hart umkämpft und bis ins kleinste Detail professionalisiert. Ich finde immer, dass eine Scouting-Abteilung der Maschinenraum eines Vereins ist. Bereits 7-Jährige stehen im Fokus der Top-Vereine. Gefühlt wird der Konkurrenzkampf immer größer und es beginnt auch immer früher. Und da müsste eigentlich mal längst der DFB eingreifen, mal einen Riegel vorschieben. Rüsselsheim bei Frankfurt, eigentlich Fußballprovinz. Der heimische SC Opel spielt nur in der 8. Liga. An diesem Tag Ende März aber besucht Europas Fußballelite das Stadion am Sommerdamm. Scouts aus Manchester, vom FC Barcelona und Vertreter aller Bundesliga-Clubs wie Rodolfo Cardoso vom HSV wollen Deutschlands U19-Junioren gegen Zypern sehen. 87 Scouts sind akkreditiert. Für Hannover 96 scoutet, kundschaftet also Eckstürmer Dieter Schatzschneider. Seine Mission? Ja, Talente angucken. Das ist ja das Wichtigste, Bescheid zu wissen. Weil das ist jetzt das Optimum, was man sieht, U19. Ja, und da kann man immer viel lernen draus. Und wenn er natürlich ins Auge sticht, dann sollte man schon versuchen, an ihn ranzugehen. Morgen, hallo. Einmal Schackschneider, Hannover 96. Ach, Schackschneider, Dieter Schackschneider. Ja. Dankeschön. Kann ich auch eine Aufstellung haben? Ja. Sind Sie lieb? Gerade in der Tribüne. Okay. Mensch, Lars, Junge, dass ich dich mal wieder sehe. Hallo. Wie ist es? Gut? Ja. Lars Brosko, Ex-Bayern- und Wolfsburg-Scout. Über sein Leben ist sogar ein Buch erschienen: Broskos Talente. Er gilt als Entdecker von Edin Dzeko und berät mittlerweile den englischen Drittligisten Bradford. Wir kriegen natürlich nicht die Nummer 1 Spieler und auch nicht die Nummer 2 Spieler. Das ist ähnlich wie bei Hannover. Wir müssen dann gucken, das, was hinten abfällt, wo wir trotzdem eine Perspektive erkennen, wo wir dann einfach sagen, vielleicht ist für die England interessant. Für mich ist interessant, guck dir mal den Düsseldorfer an, auch Zweitliga, Dynamo Dresden, den Torwart. Das sind alles so Kandidaten für 96, wo man auch eine Chance hat, den zu bekommen. Es geht immer um die Chancen, Spieler zu bekommen. Man muss sich realistisch einschätzen. Und dass Dortmund, Bayern, Leipzig und Leverkusen andere Möglichkeiten haben als Hannover 96 ist auch klar. EM-Qualifikation. Deutschland gegen Zypern U19. Ballbehandlung, Laufbereitschaft, Dribbling, Tempo, Spielauffassung, all das scannen und bewerten die Scouts. Dieter Schatzschneider hat den Düsseldorfer Innenverteidiger im Blick. Ja, da ist natürlich wichtig Spielaufbau, Zweikampfverhalten, Stellungsspiel. Und jetzt muss man halt mal sehen, wie er da ist. Wie er, aber das kann einer sein. Also da sollte man nicht abgenackt sein, da sollte man genau hingucken. Große Clubs beschäftigen Dutzende Scouts. Manchmal ein Job für ehemalige Profispieler oder Trainer wie Kalli Kamp von Werder Bremen. Lars Brosko allerdings war nur Co-Trainer der B-Jugend von Tennis Borussia Berlin, als der damalige Jugendkoordinator Mirko Slomka ihn zum Scout machte. Ja, was muss ein Scout können? Sollte zumindest das Spiel verstehen. Sollte schon wissen, was ist ein Anforderungsprofil im Verein oder in der Bundesliga. Sollte ein Bauchgefühl haben. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, für sich selber zu entscheiden, das ist jetzt der Typ, der passt oder nicht. Und dann muss er letztendlich auch Mut haben, um zu sagen, den nehmen wir, den holen wir, den lassen wir verpflichten. Viele von Ihnen hier kennen sich seit Jahren, treffen sich immer wieder auf den Tribünen und in den VIP-Bereichen. Aber apropos VIP-Bereich, der beste VIP-Bereich gibt es bei St. Pauli, wenn ich das mal sagen darf. Weil da gibt es all die Sachen, die Fußballer gerne mögen. Es gibt Fischbrötchen, es gibt ein Hotdog, was ganz lecker ist. Es gibt eine Currywurst, die ganz lecker ist. Und das reicht mir schon. Als Dieter Schatzschneider in dem Alter der Talente hier auf dem Rasen war, gab es noch keine Scouts. Stattdessen kamen die Manager zu ihm nach Hause. Der dicke Kalmund, der wollte mich damals haben. Von Leverkusen. Und ich wohnte damals im 5. Stock
Und er hat ja nur gehört, der macht Tore, den besuche ich mal. Und dann kam der oben an. Da habe ich gedacht, ich müsste einen von 112 anrufen. Da ist überhaupt gar keine Luft. Ich musste erste Hilfe einleiten. Und da haben wir 3 Minuten gesprochen, dann ist er wieder gegangen nach unten. Der Junge war fix und fertig. Bei Drittligist Holstein Kiel ist Carsten Wehlmann der einzige festangestellte Scout. Er arbeitet wie viele andere europäische Profiklubs mit dem Programm Scout 7, das Statistiken und Videos zu 450.000 Spielern bietet. Bevor Kiel im vergangenen Sommer Dominik Drexler aus Aalen verpflichtete, sichtete Wehlmann ihn etliche Male im Stadion und am Bildschirm. Hier können wir dann einstellen, wie viel Offensivaktionen wir sehen wollen, die entscheidend sind für uns. Der Scout achtet nicht nur auf Ballbehandlung, Zweikampfverhalten und Torabschluss. Klar kann man sagen, der hat den Elfmeter nicht reingemacht, das ist schlecht. Auf der anderen Seite übernimmt er Verantwortung, geht hin und schießt den Elfmeter. Ja, in engen Situationen, im Abstiegskampf, sich hinzugehen beim Stand von 0-0 und einen Elfmeter zu schießen oder beim 1-0, wenn man 1-0 zurückliegt, das zeigt davon, dass man Verantwortung halt auch übernehmen kann und dass auch Drucksituationen gewachsen ist. 17 Berichte finden sich über Dominik Drexler in Holsteins Datenbank. Das zeigt, wie langfristig Scouts arbeiten. Der erste Report stammt von 2009. Das war noch zu Zeiten, wo er, glaube ich, in der A-Jugend in Leverkusen gewesen ist, beziehungsweise in der zweiten Mannschaft von Leverkusen. Da hatte der Dominik sicherlich noch andere Pläne. Erst nachdem Drexlers Traum von der Bundesliga-Karriere sich nicht erfüllt hatte, kann Holstein zuschlagen. 100 Kilometer weiter südlich. Der Hamburger SV beschäftigt alleine im Nachwuchsbereich 14 Scouts. Fast 5-mal so viele wie vor 5 Jahren. Der Jugendfußball wird immer wichtiger. Das zeigt auch der Bau eines neuen Nachwuchsleistungszentrums, der 20 Millionen Euro teuren Alexander-Otto-Akademie. Im Sommer ziehen hier die größten Talente ein. Unsere Jungs haben hier innerhalb dieses Zentrums sehr, sehr gute Möglichkeiten, ihre Entwicklung weiter voranzutragen im athletischen, vernünftige medizinische Versorgung, in dem gesamten Coaching-Bereich. All diese Dinge können wir sicher noch professionalisieren und das ist auch notwendig, um im Wettbewerb mithalten zu können. Bernhard Peters kam vor knapp 3 Jahren zum HSV. Von der TSG Hoffenheim, deren Nachwuchsarbeit sehr erfolgreich ist. Er brachte von dort eine Philosophie mit. Talentierte Kinder wechseln nicht sofort zum großen Club, sondern spielen weiter bei ihren Heimatvereinen und kommen nur alle 4 Wochen zum Training beim HSV. Wir wollen dieses System offener halten, weil es einfach Stand der Talentforschung ist, dass man keine seriösen Aussagen machen kann vor der Pubertät. Und zweitens gibt es so eine Erwartungshaltung an Kinder und einen Druck, die der Sache nicht gerecht werden. Und wir wollen auf keinen Fall irgendwie, dass diese Kinder dann zu oft enttäuscht werden und dann aussortiert werden. In Norderstedt bei Hamburg trainiert so ein Perspektivkader der unter 10-Jährigen. Shakil Ischat kommt aus dem 30 Minuten entfernten Pinneberg. Dort hat ihn Nachwuchsscout Florian Graudeguss vor einem Dreivierteljahr spielen sehen. Da war doch mal der Rechte. Der will ständig am Spiel teilhaben und das Spiel mit beeinflussen, freut sich aber auch, wenn die anderen was Gutes machen. Und hat dazu dann natürlich noch eine richtig gute Abschlussqualität im linken Fuß. Ist sauschnell auf den ersten Metern, schönes Fintieren, gutes Dribbling, richtig feinen linken Fuß und ziemlich kreativ in der Lösungsfindung. Also viele Lösungen, die er findet, finden Gleichaltrige nicht. Mit Shakils Eltern und dem Jungen selbst wird der Scout an diesem Tag über die Perspektive sprechen. Über einen möglichen Wechsel aus Pinneberg zum HSV. Auf der einen Seite wollen wir natürlich versuchen, herauszufiltern, wer von den Jungs, die heute hier sind, schon den Sprung schaffen können in die feste U11. Ist aber auch nicht unser Ziel, dass jeder von denen sofort den Anschluss an unsere feste Mannschaft findet, sondern auch, es ist im Prinzip ein langer Kennenlernprozess, wo wir die Jungs begleiten wollen, fördern wollen und den einen oder anderen dann ja, zum richtigen Zeitpunkt hierher holen. Ja. Der HSV beginnt seine Talentsuche in Hamburg und im Umland bereits bei den 8-Jährigen. Ein Grund dafür der Wettstreit mit dem FC St. Pauli. Es gibt aber auch ab der U13 spätestens überregionale Scouts von anderen Bundesligisten, die versuchen wollen, aus Hamburg die Top-Talente in ihre Nachwuchsleistungszentren zu rekrutieren. Und das zwingt uns eben immer häufiger dazu, möglichst früh Jungs hierher zu holen. Entgegen des eigenen Leitbilds muss sich der HSV bei manchen Talenten also beeilen.
Es ist günstiger, Spieler über die eigene Nachwuchsarbeit auszubilden, als sie später teuer zu verpflichten. Und die Clubs dürfen mit den Jugendlichen erst ab deren 15. Geburtstag Verträge schließen. Jüngere Talente können fast problemlos abgeworben werden. Es ist tatsächlich dann ein Wettkampf um Kinder und gefühlt wird der Konkurrenzkampf immer größer und es beginnt auch immer früher, sodass immer früher irgendwie den Jungs der große Traum und den Eltern der große Traum irgendwie erzählt wird. Der FC Bayern holt vor 2 Jahren den damals 10-jährigen Kenan Yildiz samt Familie aus Regensburg nach München. Ein Ausnahmetalent, den Erfolg so einer Aktion kann dennoch niemand voraussagen. Youssoufa Moukoko wechselt mit 12 Jahren von St. Pauli nach Dortmund. Solche Fälle gibt es immer wieder. Ich sehe das sehr kritisch, weil das einen unheimlich hohen Erwartungsdruck auf die Kinder ausübt. Die Beispiele, die ich da kenne, sind im überwiegenden Maße negativ in der Folge gewesen. Wir beim HSV lehnen das ab. Wir haben da einen klaren anderen Plan. Zurück beim U19-Länderspiel in Rüsselsheim. Während Scout Schatzschneider weiter Deutschlands Innenverteidigung im Blick hat, macht er sich Gedanken über die Schere zwischen den Clubs im Jugendbereich. Manche zahlen 16-Jährigen 5.000 Euro im Monat. Da kann Hannover nicht mithalten. Talente wandern ab. Also sie gehen schon mit 14 Jahren weg. Dann gehen sie natürlich nach Dortmund, nach Leipzig, nach Wolfsburg. Muss ja auch schon irgendwas passieren, warum die Spieler da weggehen. Und jetzt muss man mal spekulieren, was das ist. Ob es schon das Finanzielle ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das beunruhigt mich ein bisschen. Und da müsste eigentlich mal längst der DFB eingreifen, mal einen Riegel vorschieben. Etwaige Pläne gibt es nicht. Innerhalb der EU gilt, Jugendliche dürfen ab 16 Jahren auch ins Ausland wechseln. Spätestens dann mischen also die internationalen Topclubs mit beim Werben um die Talente. Der Versuch, mal nachzufragen, beim großen FC Barcelona. Ich darf nicht mit dem Fernsehen reden, sorry. Das verbietet mein Club. Beim Scouting kann auch mal was schiefgehen. Schatzschneiders Verein verpflichtet 2013 den Spieler Franzer, offenbar ohne ihn vorher persönlich getroffen zu haben. Franzer geht als Schrumpf-Brasilianer in die Fußballgeschichte ein. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, einen vom Video verpflichten. Dann hieß es auf einmal, der ist 1,92. Und ich glaube, der damalige Trainer Slomka stand neben ihm und sagte, Mensch, ich bin nur 1,86, der soll 1,92 sein. Das scheint mir aber ein Kopf kleiner zu sein. Im Jugendbereich versuchen manche Clubs, ihre Vorhersagen zu optimieren. Leistungsdiagnostik bis ins kleinste Detail. Aber ich finde, das Wichtigste, was man immer noch gucken sollte, ist das ein Fußballer, ist das ein Boker, kann der wirklich kicken? Das ist das Allerwichtigste. So, aber jetzt nicht erstmal Horst Rubisch an, der kann es holen. Langer, eins sage ich dir. Nee, das sage ich dir gleich, nur weil du Direktor geworden bist. Meinst du, du brauchst dich mehr grüßen? Ne? Hör zu, wenn du eins sagen, du kommst da oben an, verstehst du, ich stehe auf der Tribüne, wink schon, hallo Dieter. Und dann setzt du dich dahin, nur weil deine Kamera vor dir läuft. Ja, das stimmt, das hast du natürlich recht. Alles gut? Hallo. Mach mal weiter. Alles klar. Junge, ich kann das besser als ich. Unterwegs Richtung Norden. Das Ziel Odense in Dänemark. Für Holstein-Kiel-Scout Carsten Wehlmann ist es die Anreise zu seinem 5. Spiel in einer Woche. Pro Jahr legt er 100.000 Kilometer für den Job zurück. März und April ist es halt sehr stressig, weil die finale Phase da anfängt, was Spielerverpflichtungen angeht. Ich bin seit Mittwoch unterwegs, war am Mittwoch in Leipzig, habe mir die zweite Mannschaft angeguckt, was interessant ist, weil die zweite Mannschaft von Leipzig aufgelöst wird und da auch junge, interessante Spieler natürlich für uns dabei sind. Dann bin ich weitergefahren nach München, habe mir die zweite Mannschaft von Bayern München angeschaut, habe mir die zweiten Mannschaften von Ingolstadt und Augsburg angeschaut und bin vom Süden aus dann in den Westen gefahren, um mir die Dortmunder zweite Mannschaft anzuschauen. Für die Nordlichter aus Kiel ist Dänemark eine Nische im umkämpften Markt. Auch wenn wenige Konkurrenten die Superliga im Blick haben, ist Carsten Wehlmann um Geheimhaltung bemüht. Es ist schon ein sehr sensibles, vertrauensvolles Verhältnis auch, weil man für einen Verein arbeitet und natürlich das Bestmögliche für den Verein auch rausholen möchte. Auch. Das heißt natürlich auch, die bestmöglichen Spieler zu bekommen und nicht noch vielleicht
sogenannte Konkurrenten auf einen Spieler aufmerksam zu machen, die den Spieler vielleicht noch nicht so oft gesehen haben oder kennen, weil wir natürlich aufgrund der regionalen Nähe den dänischen Markt sicherlich besser kennen. Aber auch Wehlmann kann in Dänemark noch überrascht werden. Norderstedt, das alte HSV-Nachwuchsleistungszentrum. Scout Florian Graudegus empfängt Mittelfeldspieler Shakil Irschat und seine Eltern. Karriereplanung mit einem 10-Jährigen. Shakil, weißt du, warum du heute hier bist? Warum wir hier zusammensitzen? Ja. Soll ich dir sagen? Ja. Ja. Weil wir mit dir heute und mit deinen Eltern darüber sprechen wollen, wie es mit dir als Fußballer nach dem Sommer weitergeht. Ja. Möglicherweise hier beim HSV. Ja? Es geht hier nicht nur um fußballerische Qualitäten. Florian Graudegus, seit 5 Jahren beim HSV, sieht auch einen Bildungsauftrag. Das wollen wir dir ersparen. Wenn wir auch größere Turniere fahren, ne? Weißt du, wann wir da manchmal losfahren? Mm-mm. Freitags mittags um 12 vom Hamburger Hauptbahnhof. Warum wollen wir, dass HSV-Spieler gut in der Schule sind? Wenn du jetzt zum Beispiel in Mathe am Freitag richtig, richtig mies wärst. Ne? In den letzten Arbeiten in Mathe hast du immer schlechte Noten geschrieben. Was würde denn deine Lehrerin immer sagen? Shakil, die letzten Arbeiten waren schlecht und du kannst nicht mit aufs Turnier fahren. Guck mal, wenn du jetzt nächstes Jahr bei uns in der Mannschaft spielst, in der U11, dann kommst du auf dieses Foto. Das machen wir jedes Jahr am Anfang der Saison. Kannst du mir sagen, wer in der ersten Reihe sitzt? 25 Plätze für unsere erste Mannschaft. Und alle 160 dahinter haben denselben Traum. Alle wollen einen von diesen 25 Plätzen vorne haben. Geht gar nicht, ne? Das bedeutet, nur die Besten von denen hier schaffen es in die erste Reihe. Und was ist mit den anderen? Ja, die waren hoffentlich gut in der Schule, um danach einen guten Job zu haben. Der Scout macht sich in diesen Gesprächen immer auch ein Bild von den Familienverhältnissen. Wenn man sagt, sportlich reicht es auf jeden Fall, dann aber feststellt, die Familie ist so, ja, ich will jetzt nicht sagen chaotisch, aber es ist halt schwierig, weil der Junge eigentlich nur den Traum des Vaters irgendwie ausleben soll, dann wissen wir von vornherein, könnte schwierig werden. So, dann muss man würden wir trotzdem, wenn der Junge überragend ist, würden wir wahrscheinlich den Jungen trotzdem versuchen, davon zu überzeugen, aber frühzeitig versuchen, auch auf die Eltern Einfluss auszuüben. Es ist ja nicht immer so eine, in Anführungszeichen, ganz gute Situation. Bei dem Jungen ist es jetzt der Fall und das ist alles, also, wohl behütet. Eine Stunde lang dauert das Gespräch über Shakils Zukunft und seine Träume. Wer ist dann manchmal ein bisschen sauer, wenn du schlechte Noten schreibst? Lars Brosko hat auch mal als Nachwuchsscout angefangen. Hier bei Tennis Borussia Berlin. Bei einem Jugendturnier in der Hauptstadt sieht er den damals 14-jährigen René Adler. Ja, war meine Anfangszeit als Scout. René war das größte Torwarttalent in Deutschland. Es gab noch kein Internet. Ja, wir mussten wirklich die Telefonbücher hoch und runter telefonieren. Und ich glaube, ich hatte damals die Großmutter oder sowas dran am Telefon. Ich habe wirklich alle Adlers abtelefoniert in Leipzig. René Adler aber geht nach Leverkusen. Und Lars Brosko landet nach Jobs bei den Bayern und St. Pauli als Scout in Wolfsburg. Kevin Campbell hätte ich gerne geholt damals. Ein Typ eigentlich wie Götze damals, haben wir auch gesagt. Absehbar Bundesligaspieler. Also waren wir nicht ganz blind damals. Für mich war es so, ich wollte irgendwie schon immer im Leben, ob es dann in der Schule war, beim Sport oder wo auch immer, schon gewinnen und der Beste sein. Ja? Und ich hatte immer Angst, dass mir ein junger Spieler durch die Lappen geht. Ich wollte einfach kein Spiel verpassen, ich wollte keins auslassen. Ich wollte über alles Bescheid wissen und das war schon einfach so eine Arbeitssucht. Aber auch die Sucht danach, wenn man gefragt wird, dass man alles weiß über die Spieler, die in Europa rumlaufen. In Roskos 4. Jahr in Wolfsburg wird Felix Magath Manager und Trainer. Er macht den VfL zum Sensationsmeister. Auch dank der Spieler, die Lars Brosko und sein Kollege Uli Mohr für den VfL entdeckt hatten, wie Aschkan Dejaga, Peter Pekarik und Edin Dzeko. Es gibt keinen, der einen entdeckt, ist meine Meinung. Also die immer erzählen, ich habe den oder den entdeckt, ist für mich oft so eine Wichtigtuerei. Denn es sind so viele Leute auf Fußballplätzen unterwegs. Und selbst wenn ich spazieren gehe und jemand auf dem Bolzplatz sehe, der gut ist, dann kann ich am Ende auch sagen, den habe ich schon entdeckt. Es ist ein großes Wort, was ich nicht gerne benutze. 11-mal sichten Brosko und sein Kollege Uli Mohr Edin Dzeko bei Teplice in der tschechischen Liga und bei der bosnischen U21-Nationalmannschaft.
Erst dann raten sie der VfL-Führung zum Kauf. Uli Mohr ist damals die ersten Male losgefahren und hat dann gesagt, er hat in der U-Nationalmannschaft sehr gut gespielt, hat ihn ein zweites Mal gesehen. Da hat er gesagt, ich weiß nicht genau, Lars, fahr du noch mal. Und da hat er dann, glaube ich, sehr schlecht gespielt. Dann hat Uli Mohr gesagt, als mein Chef, fahr noch mal. Da war er dann überragend. Ja, und so ging es dann hin und her. Und als wir damals noch einen Stürmer gesucht haben, eigentlich einen jungen Backup, haben wir den einfach ins Rennen geworfen, vorgeschlagen. Und letztendlich haben wir dann Glück gehabt, dass Felix Magath auch so mutig war, so einen Spieler zu verpflichten. Edin Dzeko überzeugt allerdings in Wolfsburg nicht von Beginn an. Natürlich kam da mal ein Spruch. Schönes Fallobst hast du uns angebracht. Ne? Aber dann kriegt man halt einen Spruch zurück und sagt halt, ja, machen Sie eine Maschine aus ihm, dann ist gut. Dzeko wird mit Wolfsburg deutscher Meister und Torschützenkönig, führt aktuell als Stürmer des AS Rom die Torschützenliste der Serie A an. Nicht immer kommen Roscos Vorschläge so gut an. Wenn ich überlege, wo ich den überall gesehen habe, ist schon Wahnsinn. Ne? In Moskau, La Manga, Kasan, schon verrückt eigentlich. Der Stürmer Alexander Bukarov aber wird nie verpflichtet. Fühlt man sich dann so ein bisschen missverstanden? Ja, missverstanden schon. Auch ein bisschen verarscht manchmal, wenn du dann einfach, wo es dein Job ist. Ja? Du machst und tust und dann wird ein Spieler nicht geholt, ist natürlich dann manchmal bitter. Ja? Wenn du dir da Nächte um die Ohren schlägst und machst und tust, Berichte schreibst. Aber so ist halt der Job, muss man nicht dran gewöhnen. Nach einem Streit mit dem damaligen Geschäftsführer Dieter Hönes verlässt Lars Brosko 2010 den VfL. Nach einer Auszeit vom Fußballgeschäft berät er nun den englischen Drittliga-Club Bradford. Dänemark. Odense spielt gegen Sønderjyske. Kiels Scout Carsten Wehlmann bekommt einen guten Platz auf der Pressetribüne, obwohl er hier doch Spieler abwerben könnte. In Dänemark ist es aber eigentlich so, dass die Leute immer sehr, sehr freundlich sind, sehr hilfsbereit auch zuvorkommt. Die sehen das vielleicht sogar noch eher als Privileg, wenn halt Scouts aus dem Ausland kommen und Interesse an den eigenen Spielern oder an den Spielern der gegnerischen Mannschaft haben. Gastmannschaft Sønderjyske geht schnell in Führung durch Mark Pedersen. Dieser Name sagt nur absoluten Insidern wie Carsten Wehlmann etwas. Ich weiß, dass er früher in Weile gespielt hat auch und dort auch Innenverteidiger gespielt hat. War zwischenzeitlich auch mal verletzt, aber ist jetzt wieder gut reingekommen. Auch. Und grundsätzlich probiert man natürlich auch, sich möglichst viele Informationen schon vorab über die Spieler zu holen. Insofern die Spieler interessant für uns sein könnten. Was Charakter angeht auch, was Verletzungshistorien angeht auch oder ob die vielleicht irgendwelche anderen Probleme haben. Immer parat die Vertragslaufzeit. Drittligist Holstein zahlt keine Ablösen, sucht Spieler mit auslaufenden Verträgen. Bei aller Vorbereitung, heute wird der Scout überrascht. Ein Spieler, den er auf dem Zettel hatte, spielt auf einer anderen Position als üblich und ist so nicht zu bewerten. Dafür notiert Wehlmann einiges zum Odenser Isu Usu Schukwu. Ja, was er zum Beispiel gut und was er schlecht gemacht hat und wie er seine Position eigentlich bekleidet hat. Ob das für unsere Spielsituation oder so, wie wir Fußball spielen wollen, ob das auch so passen könnte auch. Bewerten, einordnen. Sind die Spieler hier gut genug für die deutsche dritte Liga? Bei Odense spielt sogar ein ehemaliger Bundesliga-Profi. Rasmus Jönsson, 17 Einsätze für den VfL Wolfsburg. Da fällt es manchmal vielleicht nicht ganz so auf, dass er in der Bundesliga gespielt hat, obwohl er sich da ja auch nicht ganz klar durchsetzen konnte. Auch, unabhängig davon sieht man natürlich die fußballerischen Qualitäten, die sicherlich für manche Drittligisten auch interessant sein können. Der Nigerianer Isu Usu Schukwu gehört zu den auffälligsten Spielern der Partie. Bei dem Spieler ist es sicherlich so, dass er nicht uninteressant ist, aber aufgrund der Statuten wird es schwierig, den zu verpflichten, weil es ein Nicht-EU-Spieler ist. Das ist das Problem. Aber auch, es kann sich durchaus ja mal ändern, in kürzerer Zeit vielleicht auch hoffentlich, dass sich die Statuten nicht auf die dritte Liga beziehen, sondern vielleicht auf eine andere Liga. Und dann könnten so eine Spieler durchaus interessant werden. Sønderjyske gewinnt mit 1:0. Wie erfolgreich sein Arbeitstag war, kann Carsten Wehlmann jetzt noch nicht bewerten. Dadurch, dass wir natürlich jedes Wochenende sehr, sehr viele Spiele sehen, ist die Anzahl der Spiele, wo es sich in Anführungsstrichen nicht gelohnt hat, sehr groß. Aber Eindrücke kriegt man immer. Und wenn man das ordentlich archiviert und die Informationen hat, kommen nachher manchmal Sachen dabei raus, an die man jetzt heute in dem Moment gar nicht denkt. Und von daher lohnt sich eigentlich jeder Trip, egal wo man hinfährt.
Ein paar Tage später wird er Kiels Sportchef Ralf Becker vom Spiel in Odense berichten. Beim HSV haben Scout Florian Graudeguss und Jugendtrainer Lukas Rösel Shakil aus Pinneberg ausführlich erklärt, was ein Wechsel in die Nachwuchsabteilung des Bundesligisten bedeuten würde. Shakil, hast du dir denn schon Gedanken gemacht, wenn einer von uns beiden dich fragt, ob du nächstes Jahr beim HSV spielen möchtest, was du dann antworten würdest? Ja. Und was würdest du sagen? Ich würde mich freuen. Na klar, klasse, ich freue mich auch. Herzlich willkommen. In Kiel bespricht Scout Carsten Wehlmann mit seinem Chef Ralf Becker die Eindrücke des Dänemark-Trips. Der war schon auffällig, weil der immer mit in die Tiefe gegangen ist, auch ein guter Fußballer auch. Was denkst du jetzt? 97er Jahrgang, ist er super jung? Ja, absolut. Also den sollte man in Dänemark? Ja, den sollte man auf jeden Fall weiter auf dem Schirm behalten. Ralf Becker war selbst Chef-Scout, 4,5 Jahre lang beim VfB Stuttgart. Also Scouting bedeutet meiner Meinung nach auch, klar, du musst über Berater, Vertragslaufzeiten, Modalitäten, Persönlichkeiten, Stärken, Schwächen, Familiensituationen und so weiter und so fort. Also das Thema ist ganz einfach, Dinge so vorzubereiten, dass du beim Transfer die maximale Gewissheit hast, dass das auch positiv verläuft. Also es ist schlecht, wenn irgendwelche Dinge dann eintreten, von denen man nichts wusste. Also das kann man dann so einer Abteilung natürlich dann auch schon vorwerfen. Wir machen es halt wie immer, wir geben die guten Spieler oder interessanten Spieler geben wir ein. Ja. Und dann lassen uns einfach ergänzend uns immer den Schattenkader Dänemark, dass wir halt dann einfach die Spieler aneinander schreiben. Und dann müssen wir halt mal sehen, wie bei uns gewisse Entwicklungen sind. Grundsätzlich ist es so, du machst dich über 50 Spieler, holst dir Informationen ein, machst dich schlau, stellst dir Kontakte und am Ende verpflichtest halt ein. Also das ist jetzt nicht so, wenn ein Spieler entdeckt wird, dass das dann zum Transfer führt. Ganz im Gegenteil, du hast ja viele, viele Dinge in vielen, vielen Ligen, ganz viele Sachen, die du so laufen lässt. Und am Ende musst du halt immer schauen, was passt jetzt am besten rein. Carsten Wehlmann wird auch in den kommenden Wochen viel unterwegs sein. Von Aalburg bis Augsburg. In Rüsselsheim wechselt Dieter Schatzschneider die Seite. Ihm hat es jetzt nicht mehr der rechte Innenverteidiger angetan, sondern der linke. Also ich wüsste, wen ich nehme, wenn ich könnte. Die Nummer 5. Ich glaube, der hat alle Gaben, um in der Bundesliga zu spielen. Das aber nur als Geheimtipp, nicht, dass er das veröffentlicht. Ne? Nein, da bin ich schon froh, dass ich hier war, um den mal zu sehen. Seltene Gabe, linker Fuß, Innenverteidiger, gutes Stellungsspiel, kopfballstark, sehr bissig im Zweikampf. Also der kann es wirklich mal packen. Julian Chabot spielt bei RB Leipzig. Ja, leider. Das ist immer das Schlimme. Entweder spielt alles bei Dortmund oder RB Leipzig. Ganz schlimm. Den 17er von Frankfurt hier finde ich sehr, sehr gut. Finde ich interessant. Ist einfach ein Fußballer. Gute Technik, gutes Passspiel, läuft viel, Übersicht. Also bringt auch eine Menge mit. Da hoffe ich, dass wir den mal in Hannover sehen. Ja, und den Frankfurter werden ihn aber auch nicht abgeben. Der spielt schon erste Liga. Also wir müssen hoch, um so einen Mann zu kriegen, müssen wir aufsteigen. Als Vertreter eines englischen Drittligisten hat Lars Bosco hier zunächst keine Chance. Kann ja manchmal sein, auch bei den Spielern, die wir jetzt aufgezählt haben. Die sind zwischendurch verletzt, der Verein zählt nicht mehr auf die, irgendwas passiert. Vielleicht die lernen eine nette Frau kennen und lassen den Fußball ein bisschen schleifen, wollen es dann doch nochmal wissen. Und dann sind das die Spieler, wo ich dann nochmal angreife und sage, okay, die helfen uns dann auch drüben weiter. Die deutsche U19 gewinnt gegen Zypern in der Nachspielzeit mit 2:1. Wem berichten Sie denn jetzt Ihre Eindrücke bei Hannover 96? Ja, eigentlich dem Computer. Da wird alles reingeschrieben. Aber der Junge hat Qualität hier dafür. Also da werde ich unsere sportliche Leitung, Profiabteilung, werde ich darüber informieren. Weil das ist interessant. Dann soll der mal einen losschicken. Der soll dann beurteilen aus seiner Abteilung, ob der Schatzschneider Ahnung hat oder ob das ein Dummquatscher ist. Und so stapelt sich das dann immer wieder hoch. Ne? Die Scouts verlassen das Stadion nur für knapp 3 Stunden. Dann spielt hier Serbiens U19 gegen die Slowakei. Bloß kein Spiel verpassen. Kein mögliches Ausnahmetalent der Konkurrenz überlassen.